Guten Abend, liebe Freunde der Sonne. Hallöchen alle zusammen. Es ist gerade 13 Grad am Abend in der Türkei und es ist am Regnen wie schon lange nicht mehr. Jetzt gerade hat der Regen sich gelegt ein bisschen. Ja, aber die ganzen Straßen sind nass. Ein paar sind ein bisschen übergeschwommen so. Und ich bin hier jetzt in so ein Geschäft. Ich wollte jetzt fürs Büro, wollte ich so türkische Kaffeetassen kaufen. Und Teegläser habe ich schon gekauft, türkische Kaffee machen wollte ich selber, weil jeden Freitag treffen wir uns mit Freunden der Sonne im Büro um 16 Uhr. Ja, ab jetzt haben wir so einen Tag, so einen Trefftag beim Büro bei uns um 16 Uhr. Wer im Hotel ist irgendwo, den können wir gerne abholen und dann treffen wir uns im Büro und trinken türkischen Tee, Kaffee und Kuchen gibt es dann da. Das ist natürlich kostenlos, dafür zahlt man kein Geld. Aber, und die Fahrt ist auch kostenlos, abholen vom Hotel. Und jetzt so ein paar Sachen brauchte ich noch im Büro, so kleine Mülleimer, dies, das. Und ihr könnt zugucken, was solche Artikel kosten in der Türkei. Das ist hier übrigens ein Geschäft, das ist direkt bei der großen türkischen Flagge am Kreisverkehr. Direkt hier ist Side und da vorne ist Kümkö, direkt in der Mitte ist eigentlich leicht zu finden. Und hier gibt es jede Art von Krimskrams. Und jetzt können wir mal gucken, so was es hier alles gibt. Und bei Sonnenregen ist mir auch nichts Besseres eingefallen, als hier ein bisschen einkaufen zu gehen, weil ich auch noch ein paar Sachen brauche. Okay, seid ihr bereit? Let's go. Die gucken mich alle schon an von außen. So, die Maske drauf und jetzt geht's hinein. Oh, es zieht hier ein bisschen, sieht man, ne? Überall am Wählen die Preisschilder. Oh, hier läuft sogar schöne Musik. Dan, dan, da, da, dan, 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 dan. So, jetzt können wir mal gucken, was es hier so gibt. Also hier gibt's eigentlich alles. Hier gibt es echt fast alles. Ja, richtig tolle kleine Dekoration, türkische. Schaut euch das mal an. So Sehenswürdigkeiten, ne? Von Side. Kostet 2 Euro. Kostet nicht mal 1 Euro. Ja. Das bedeutet übrigens Gott, ja, Allah. Und das bedeutet Muhammad, das ist der Prophet und das ist dann Allah. Das mögen wir Türken gerne zu Hause aufstellen, ja, diese Namen. Das Mohammed heißt das auf Arabischen und das ist Allah, das bedeutet Gott. Das heißt jetzt auf Deutschen. Das sind dann solche Artikel, ne? Sehr schön finde ich das. Dann darunter Raki-Gläser. Das sollte ein bisschen weiter wegstehen, glaube ich. Nicht direkt daneben. Hier ist Alanya, Kema, Side, richtig schön. Da ist Carmen am Einkaufen. Dann haben wir hier die Preise. Boah, was ist das denn teuer? Zwei Gläser kosten 52 Lire. Das klingt echt teuer. Für mich jetzt so. Halala. Bestimmt mit Diamantversiegelung oder so. Ich mag das voll gerne, so rumzulaufen, in so ein Geschäft zu gucken, so Kleinigkeiten. Das hier ist sowas von romantisch, Freunde, ja. Das ist so schön. Aber das ist so teuer. Also für mich jetzt gerade türkisch 149 Lire. Das sind 10 Euro kostet das. Ist so eine Lampe drin. Das geht auf, glaube ich. Oder geht das nicht auf? Ich mach's gleich kaputt. Nee, das geht nicht auf. Dann so eine Muschel. Das kostet auch 10 Euro ungefähr. Aber das ist keine echte Muschel. Hier sind solche Säuberartikel. Also in diesem Geschäft gibt's alles. Ich laufe eine große Runde hier. Hier gibt's ja auch die Bügeleisen. Letztes Mal in dem Geschäft war noch teurer. Hier ist günstiger ein bisschen. Kann man hier mit Euro zahlen? Ja, man kann Euro zahlen. Man kann hier mit Euro auch zahlen, aber ich empfehle, ihr könnt das umwechseln und dann in Lire in diesen, weil das ist so ein einheimisches Geschäft. Staubsauger. Das hier kostet ungefähr 50 Euro. So eine Toastmaschine. Ja. Du bist im 82 Salih Pazar. Genau, ich bin in Salih Pazar, heißt das. 82 Salih Pazar. Oh, das ist süß, ja. Das sind echte Wurzeln, oder was ist das, Freunde? Das ist vom Baum. Das ist so eine... Interessant, ey.
Haben die Kohle gemacht? Enten. Boah, was? Der Elefant kostet 800 Lire. Ich werd verrückt. Der kostet 60 Euro oder was ist das? 800 Lire. Durch 15 müsst ihr das rechnen. Hä, wie kann denn ein Elefant so viel Geld kosten? Ein Holzelefant. Der, warum kostet er so wenig? Guck mal, wie der aussieht, ey. Schreibt nichts Falsches, ne? Schöne Haare. Der kostet nur so viel und der Elefant kostet richtig viel. 800 türkische Lire. Puh. Das ist echt krass für so einen Elefanten. Also 60 Euro oder so. Dann gibt es hier solche Artikel, Nivea-Creme und so. Also ein Deodorant kostet Durchschnitt 27 Lire in Türkei. Ja, diese Axel-Dinger. So wie Axel-Deodorant. 27 Lire durch 6, ach durch 15. Dann haben wir den Europreis. Hast du jetzt einen Föhn gekauft? Mhm. Reicht so ein Spiegel, schau mal. Dieses, sowas. Wenn man so eins zum Aufhängen bei dir. Aber dir ist überhaupt nicht schön, ey. Ja. Ich glaube, dieser Spiegel wäre schön, oder? Der Spiegel ist cool, finde ich. Aber der ist auch zu klein, ne? Aber es gibt auch so ein Spiegelgeschäft oder oben sind vielleicht schöne Spiegel. Hier gibt es Bürsten. 2 Euro kosten die. Ich versuche so gut ich kann, so schnell ich kann, umzurechnen. Hier gibt es dann ganz viele Handtücher, Hosen, solche komischen. Dann BHs. In die Ecke gehe ich mal nicht, oder? Wir gucken mal, was so ein BH kostet. In der Türkei. Unterhosen. Also, so Pyjama nennt man. Ist das Nee, Pyjama nennt man das nicht. Ich glaube, ich habe von Frauensache nicht so eine Ahnung, aber ich glaube, das ist relativ. Unterwäsche. Ja, das ist Unterwäsche. Das ist normale Unterwäsche, keine Erotik-Unterwäsche. Und Freunde, guck mal, was im Fernsehen läuft da oben. Eine Sendung mit der Maus. Die Sendung mit der Maus. Hallo und liebe Grüße aus dem Sauerland. Danke, Elke, liebe Grüße zurück zum Sauerland. Das ist BH und das ist sogar ein Push-Up-BH. Nennt man das, glaube ich. Genau. Was kostet der? Gar nichts. Warte, wo steht das? Ah, hier sind BHs. Also so ein normaler BH, Freunde, beim Salipazar kostet 69 Lire. Sag mal 7,14. Etwa 9 Euro, glaube ich. Nein, nein, nein. Nicht 9 Euro. Das ist etwa 4 Euro, 5 Euro. 5 oder 4 Euro, 4 Euro sogar. 4 Euro müsste das kosten. Es gibt noch günstigere Varianten. Das hier zum Beispiel. Nein, also das hier zum Beispiel, das ist ein normaler BH. Das kostet 44 Lire durch 15. Wie viel macht das, Freunde? Könnt ihr gern schreiben. Schreibt aber dann BH. Wie viel das macht in Euro? Durch 15, ne? 44 durch 15, ja, und dann schreibt BH bitte die Rechnung, den Rest, wie viel das macht. Ich denke, das wäre um die 2, 3 Euro. Ja, Boxershorts für Frauen, auch so um die 3 Euro. Nee, 2 Euro oder so. 2 Euro, genau. Und dann gibt es hier solche, Freunde, versteht das nicht falsch, nicht, dass ich so ein Typ bin, der jetzt euch was hier gerne betrachtet. Ich denke halt an euch ein bisschen was, dass ihr ein bisschen, sind ja halt viele Frauen, glaube ich, bei uns auf der Seite. Vielleicht interessiert euch das. Oder was möchtet ihr gerne wissen? Ja, dann zeige ich euch das. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich laufe hier rum, um mir das alles anzuschauen. Schaut mal hier, 69 Lire. Boah, das sieht aber schön aus, Freunde. Das ist so ein schönes Armkleid, oder? Das ist sehr schön, das Armkleid. Ja, das kostet 49. 70 Lire, das sind dann 4 Euro oder so, 4, 3 Euro, das sind 3, 2 Euro,
2-3 Euro vielleicht. Ja, und da gibt es sehr, sehr viel Auswahl hier. Nicole, schreib keinen Quatsch. Zieh mal an, sagt sie. Ja, solche Dings. Das steht gerade kein Preis. Sieht aber echt schön aus, ehrlich jetzt. Sehr schöner Stoff anscheinend. Dann, auch für die Männer haben wir Boxershortsen hier. Die kosten, boah, bei uns ist teurer oder was? Das kostet 1,50 Euro, 2 Euro ungefähr. Ein so eine Boxershorts, ja. So, das sind so BHs hier. Wir laufen mal weiter, andere Ecke. Socken 1 Euro. Der hat sogar weniger als 1 Euro. Wir sind hier übrigens im Sully Plaza. Dann gibt es hier so solche Dings, Kältchen und so, ne? Wasserpfeife gibt es hier sogar. Aber ich sage ganz ehrlich, mit diesen Wasserpfeifen kann man nicht gut rauchen. Die sind viel zu klein. Das ist so mehr Dekoration. Hier, das kostet Epa Ginsa Locum. Ne, das ist was ganz anderes. Hier geht mal hoch. Also hier gibt es alles, Freunde. Naja, man kann nie wissen. Anziehen, Nico sagt anziehen. Da oben läuft wieder eine Sendung. Hallo. Ja, genau, anziehen. Alle sagen, ich soll es anziehen. Mensch, Freunde. Hier haben wir so zum Beispiel, das wäre, glaube ich, interessant für euch mal, Freunde. Weil das wird eigentlich nirgendwo verkauft. Und hier gibt es, also nirgendwo ist nicht viel an vielen Plätzen zu finden. Und ich mache das, ich hole sehr gerne hier so wie Teegläser oder ja, so Teegläser, ganz interessante türkische Kaffeetassen. Ja, das kostet 4 Euro oder so, so ein ganzes Set. Hier gibt es Küchenartikel und richtig coole. Ja. So schön designiert, Design. Ich finde es schön. Für so Frühstück und so, ne? Tippbox gibt's hier sogar. Hier läuft auch schöne Musik. Türkische Musik, aber ich darf nicht zu nah da dran wegen Urheberrechte. Dann krieg ich Ärger von Facebook. Freunde, wer hat mein Video gerade gesehen? Wer hat das Video gesehen vorhin, was wir gemacht hatten? Also das mit dem Green Lake. Wie fandet ihr das? Könnt ihr gerne mal schreiben. Boah, das ist schöne Tasse, oder? Diese blaue Tasse, Freunde. Wenn ich morgens aufstehe und mit Evas trinke, dann geht es mir bestimmt besser. Richtig schön Orangensaft da rein, oder? Weiß nicht, das sieht richtig schön aus, die Tasse, ja. Die kostet 4 Euro. Ungefähr. Hier gibt es richtig tolle Tassen. Aschenbecher, uninteressant. Jetzt auch eine Kinderspielplatzecke. Oh, hier haben wir doch Spiegel. Wir wollten einen Spiegel holen für unser Büro. Für unten. Brrr, teuer. 239. In Euro klingt das wenig, aber für mich ist das teuer irgendwie. Ich hätte mir so gedacht, 150 Lire allerhöchstens, also 10 Euro. Ja, der sieht schon schick aus, der Spiegel, ey. Der sieht echt schick aus. Ja, das Design gefällt mir sehr. Oder? Was hält ihr von dem Spiegel? Schick, oder? So ein Kreis. Den nehme ich aber in, oder auch nicht. Warte mal, das ist echt viel. 239 Lire. Das Video ist sehr schön. Fernweh. Danke, Mandy. Toll, Green Lake. Danke euch. Danke euch, dass das Video gefallen hatte. Freunde, das überlege ich mir noch, weil im Winter
ist nicht so gut, so viel Geld auszugeben. Wir brauchen wir nicht übertreiben. Wir finden bestimmt erstmal auch einen normalen Spiegel. Geld ausgeben ist leicht, aber verdienen? Boah, hier sind schöne Sachen, ja. Richtig schöne. So Pfefferdinger und so, ne? Pfeffer reintu-Sachen. Das ist auch richtig schön. Schaut mal, das ganze Ding, das kostet 4 Euro. Ich finde das schön. Teekannen. 200 Lire. Also 11 Euro, 12 Euro. 100 Lire, so ein Oberteil. So. Boah, wie süß ist das denn, ja? Wie süß. Aber der Preis ist auch süß. Der ist sauer. Guck mal. Richtig türkische Tee. Das schmeckt bestimmt tausendmal besser, ja. Ich müsste mir echt mal eine neue Teekanne zulegen. Ich habe das Video gesehen. Es ist super. Danke, Carola. Carola. Ihr könnt gerne Freunde markieren unter das Video, Freunde. Wenn ihr denkt, dass das sie auch interessieren könnte. Freunde, die auch in die Türkei kommen. So eine Pfanne, Freunde, kostet 2 Euro, nee, warte mal, 5 Euro, 4 Euro, 4 Euro ungefähr, 4 Euro, 5 Euro. Und das ist jetzt hier schon eine gute, die kostet dann 10 Euro, das ist aber echt eine gute. Ja, die brennt nicht an, die hat so ein extra Versiegelung oder wie das heißt. Ich bräuchte so türkische Kaffee-Dings. Ich habe ja gesagt, wir trinken türkische Kaffee bei uns im Büro jeden Freitag. Jeden Freitag um 16 Uhr treffen wir uns im Büro. Es sind gerade nicht viele Gäste da, aber die, die da sind, können sich melden, dann holen wir die auch ab. Ich mache dann Kaffee für euch mit dieses, ja. Das mache ich dann selber für euch. Aber wir nehmen große, damit die anderen nicht so lange warten müssen. Dann holen wir direkt Großkaffee, machen wir. Oder was denkt ihr? Ja, wir nehmen mit diesem. Und das ist was ganz Besonderes. Das kostet wie viel? Liebe Grüße nach Wilhelmshaven. Zurück. Was kostet das denn? Ich frag mal einmal. Ist der arbeitet hier, oder? Ne, der arbeitet nicht hier. Oder doch? Ah, die arbeiten hier. Bu ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar? Sie schaut gerade. Sie liest es gerade da durch so ein Scan-Gerät. Jetzt kommt der Preis. Ich glaube um die 2 Euro. Nein, noch mehr, sorry. 5 Euro bestimmt oder 6 Euro. Weil das ist so ein Edelmetall. 70 Lire. 70 Lire, teşekkürler. 70 Lire, ich denke 5 Euro ungefähr, ja. 5 Euro. Also für türkische Verhältnisse teuer. Damals war sowas 10 Lire, jetzt 70 Lire, Freunde. Also vor 2 Jahren hast du das für 15 Lire, 20 Lire bekommen. Ja, den nehmen wir mit. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist dann halt so original ist das, wisst ihr, das selber gemacht. So, das ist sehr original etwas. Seit vielen Traditionen gibt es das schon. Zack. Jawohl. Das nehmen wir mit. Da braucht man noch Tassen, ne? Kaffeetassen. Şey, küçük kahve bardaklar var mı? Yok, şunu yapıyorlar ya. Şunlar mı? Böyle tam Türkçe şey var ya böyle küçükler onlar var mı? Vallahi hepsi burada. Also hier müsste das sein. Solche Gläser. Ah, hier haben wir, hier kommen wieder Sachen her. Ah, sowas Türkisches. Freunde, was denkt ihr, so türkische, diese Art sollen wir kaufen oder wollen wir diese Art kaufen? So moderner oder mehr dieses so? Was denkt ihr ist besser? Also wir nennen das Nummer 1. Schreibt 1, 2 oder
wartet, noch nicht schreiben. Oder schreibt, ich sehe nichts Tolleres irgendwie. Oder schreibt hier die Nummer 3. Also, 1. Welche findet ihr am schönsten? Nummer 1 als Kaffeegläser türkische? Nummer 2, so modern ein bisschen? Oder Nummer 3, so modern mit türkisch, dies hier irgendwie? Die rechten, linken. 1, 2 oder 3, welche findet ihr am schönsten? 1, 2, 3. 1, 2 oder 3. So, bis jetzt lese ich mir 1. Mal gucken, welches ich dann nehme. Silke sagt 2, Silke Stief sagt 2, Karin sagt 3. Ich finde auch 3 schön. Das hat aber das Türkische, aber ich bin mir jetzt voll unsicher. Nummer 3, wieder nur 3 haben wir. Nummer 2, also dann nehme ich alle oder was? Nummer 1, Helga. Freunde. Nummer 3. Nummer 3 sieht gut aus. Ja, also viele Nummer 3. Tanja sagt 1. Marina sagt 1. Also bis jetzt 1 in Vordings. Nummer 3, wieder eine Nummer 3. Erika sagt auch Nummer 3, Elke sagt auch Nummer 3. Freunde, wer jetzt 1 geschrieben hat und ich trotzdem Nummer 3 nehme, seid bitte nicht enttäuscht oder so, ja? Weil ich, nicht jedem gefällt dann die Entscheidung, die ich nehme, aber ich habe jetzt irgendwie voll viel Nummer 3 gehört. Jetzt gucken wir mal den Preis. Nummer 1 kostet 139, Nummer 3 199. Nummer 2 war eigentlich fast gar nicht zu sehen. Ich glaube, wir entscheiden uns dann für die Nummer 3, okay? Die sehen auch schön aus, die haben auch so das türkische Dings. Auch die Untertassen sind schön. Dann dreht man das so um. Ja, und dann kann man danach da drinnen lesen, wie man, wann man in die Türkei kommt und so. Dann nehmen wir diese, okay? Vielleicht nehmen wir auch Nummer 1. Beides. Vielleicht nehmen wir beide, ich muss mal jetzt gucken. Das kostet aber echt sehr viel Geld, ey. Ich muss jetzt gucken, wie viele da drinnen sind überhaupt. Weil wenn da nur 2 Stück drinnen sind, dann werde ich das vielleicht nicht zahlen. Ah, super, super. Da ist ganz viel drin. Okay. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück, Freunde. Wisst ihr, was ich mache? Es gab auch Freunde der Sonne, die 1 wollten. Ich kaufe beide, damit die anderen nicht enttäuscht sind. Okay? Oder was sagt er? Ja, die, es gibt auch viele, die 1 wollen. Ich hole 1 auch, okay? Damit ihr nicht enttäuscht seid. Nummer 2, da waren ganz wenige, die geschrieben haben. An die entschuldige ich mich, dass ich Nummer 2 nicht geholt habe. Wir holen Nummer 3, kaufen wir ein Paket. Das sieht auch schön aus. Wir nehmen das unterste. Das hier holen wir neu. Die nehmen wir. Und das hier. Ich denke mal, dass viele kommen. Im Sommer auch vor allen Dingen. Boah, Freunde. Die sind echt nicht günstig. Ich dachte, ich werde weniger ausgeben heute. Das heißt, ich muss wieder ein paar Privattouren machen. Ein paar Ausflüge machen. Ein paar T-Shirts verkaufen, Freunde. Ihr könnt gerne T-Shirt bestellen, wer Lust hat, Freunde. Da freue ich mich. Das könnt ihr in der Saison abholen. Oder die DVD haben wir auch noch, Freunde. Den Film von uns. Wer den Film möchte, kann auch gerne den Film bestellen. Opa, so, das haben wir jetzt auch. Das Lustige wäre ja noch, wenn ich das jetzt fallen lasse, ne? So, ja, Freunde, im Endeffekt, ihr trinkt daraus, ne? Und dann möchte ich, dass man ein gutes Gefühl hat dabei, wenn man was trinkt. Bei mir zum Beispiel, wenn ich Tee trinke, ist das Teeglas sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wenn das Teeglas nicht gut ist, ja? Was? Ein Wagen. Guck mal, sie hat die Hände voll. Es gibt so eine Handtasche. Also so eine Handgepäck. Ne, wir können das alles rund unten lassen, an der Ecke irgendwo. Und dann können wir weiterschauen. Sehen sehr edel aus. Ja, sind super. Fasziniert. Hier gibt es 1000 Sachen, 1000 schöne Sachen. Ich komme gar nicht drauf klar. Ich werde den ganzen Laden einfach abkaufen. Na, Sonne ist da. Schau mal.
Der ist auch süß. Da. Guck mal, wir können das alles hier hinstellen. Ich hoffe, dass das nicht jemand mitnimmt. Nein. Hey, was sehe ich denn jetzt gerade? Hier ist doch so mit Kaffee dabei sogar. Und solche schönen Tassen. Und viel günstiger. Boah, das ist aber schon ein Unterschied, ne? Da ist Kaffee dabei, Tasse dabei und das Ding auch noch dabei. Freunde, der Sinn der Sache ist ja eigentlich nicht unbedingt viel auszugeben, sondern dass es gut ist. Ne? Nicht, dass jetzt denkt, ich hau ab, weil er so teuer ist. Aber seid mal ganz ehrlich, hier habe ich den Kaffee drin. Und es trinken ja wirklich nicht 10 Leute auf einmal. Und das geht ja ratzfatz, dann 2 und dann nehme ich 2 davon, dann sind es schon 140 Lire, 160 Lire. Und das ist so süße Gläser, ich weiß nicht, das muss, ich bin echt jetzt durcheinander, ja. Ich weiß jetzt echt gerade nicht, was ich mache. Ob ich mich jetzt hierfür entscheide, für das Set. Oder ob ich jetzt doch das lasse. Oder hier gibt es noch so ein Set. Soll ich euch mal was sagen? Was kostet dieses Set? Schaut mal. Mit so einem Tablet dabei. Ich sag ganz ehrlich, ich achte schon ein bisschen auf den Preis auch, ne? Aber ich meine, wenn ich jetzt 20 Tassen da habe und dann kommen 10 Gäste und alle trinken Tee und einer trinkt diese Kaffee. Oder 2. Und dann stehen die Gläser da rum. Mütter Boneka da bunu fiyatı? Ich frag mal, was das kostet. Hat das şunu da alabilirim? Ja, schon. Das ist nur 2, ja. Ah, das nur 2? Das ist 6er. Das 6er brauchen wir, wenn. Ja. Dankeschön. Der kann sogar Deutsch, der Herr. Etwas. Sehr gut kannst du Deutsch. Der Mitarbeiter spricht Deutsch. Jetzt gucken wir, was es kostet. Sehen gut aus und sind günstig. Einfach Entscheidung. Kaufen. Das ist teurer für 2 Stück. Das stimmt. Tausch aus. Ich denke auch, ja eigentlich für 2 Stück ist teurer, das stimmt, aber... Ich weiß nicht, ob ich wirklich 12, 13 Stück davon je gebrauchen werde, Freunde. Und falls es mehr wird, ich kann ja immer nachkaufen. 125 und da sind 6 Stück drin? Jawohl. Mit Tablett? Ja, ja. Genau so? Ja. Den durch hier rein. Okay, das ist gut. Dann nehme ich das, ja? Ja. Ja, das ist gut. Freunde, wir machen das so, das sieht viel orientalischer aus. Zucker, da ist Tablett dabei. Ne, Kadar, 125 Lire nur. Nicht mal 10 Euro. Wenn ich Ibulnara alacaktım, biliyor musun, şu ikisini. Ich wollte erst das kaufen. Das wäre sehr teuer gekommen. Das wäre viel teurer und das brauche ich nicht so viele. Ja. Dann lasse ich das hier. Okay. Dann nehme ich das. Die tue ich verpacken. Das wäre lieb, dankeschön. Es erfüllt den gleichen Zweck. Na, Freunde, seid ihr nicht enttäuscht, hoffe ich mal, dass ich jetzt... Ich habe jetzt das gekauft, ich zahle viel weniger, weniger als die Hälfte zahle ich. Ich habe 6 Gläser und ich habe das vom Aussehen eigentlich mehr so das Türkische, finde ich. Oder? Dieses Ambiance, sag ich mal, wie das heißt. Ja, ich finde, das ist jetzt halt mehr so dieses Türkische, Osmanische, Türkische, Orientalische. Aber guck mal, bunlar şey, abi bunlar kırık ya şuradan. Var mı kırık olmayı? Valla bunlar kırık ya. Onlar değiştirelim. Dies auch schön. Bu da kırık. Şu da kırık. Şu an onları göstermeyeyim de. Bu da kırık. Kırık olan değiştirelim. Ya. Aynen. Heh. Ah, das wäre cool. Der ist lieb, ja. Weil ich mir jetzt gerade aufgefallen, da war kleine Dings abgebrochen, eine Stelle. Und er hat gesagt, das wirft er weg und er holt dafür von diese Gläser. Das sieht viel geiler aus, in Gold. Ah, die inneren holen wir. Ah, wieso nicht das Goldene? Passt nicht? Oh, was machen wir? Aber ganz ehrlich, diese gefällt mir auch sehr. Was kostet das? Gold ist auch cool, ja. Aber... Drei Stück brauche ich, ne? Um das ist. Das wird viel mehr teuer, ne? Danke, ja. Wir gucken mal, was das kostet. Weil da waren leider kleine Stellen abgebrochen. Ja.
gut, dass ich das gesehen habe. Ich habe Decklauf gemacht. Das wäre dann schade, wenn ich das dann zu Hause gesehen hätte, ne? Auch von der Zeit wieder zurückfahren, abgeben und so. Er wollte schon einpacken, ganz schnell. Aber jetzt gucken wir eben. 57 Lire? Ja. Dann ist das doch günstiger, drei Stück. Drei Stück ist es. 150 Lire, Tamam? Ja, ungefähr 150 Lire. 10 Euro, Tamam, ich nehme drei Stück von diese dann. Okay. Ja, Freunde, ich habe mich entschieden, drei Stück zu nehmen von diese. Das sind 6 Gläser. Ja, und dann haben wir Untertassen, richtig schön. So ein Tabletten, goldenes, das kommt gut. Können wir nur die Gläser testen einmal? Genau, ja. Die sind alle ordentlich. Testen die Gläser, dann nehme ich drei von diese Pakete. Genau, ich brauche noch den Kaffee, brauche ich. Das stimmt, aber... Hier um die Ecke. Warte mal, was kostet das hier doch mal? 84, ne? 84. Und da sind zwei Gläser drinne. Ja, zwei Gläser und noch ein Stück Kaffee-Dienst für eins. Tamam, dann können wir so machen. Wir nehmen eine davon. Jawohl. Und zwei davon. Okay. Dann haben wir diesen Untertasse. Dann haben wir alles drum und dran und den Kaffee auch dabei. Und die Tassen passen ja auch auf das Tablett, oder? Ja. Şey yapalım, ne yapalım biliyor musun abi? 3 tane al ondan bitti. Öbürler çünkü bu das ist zu klein. Bunlar kaynatamam ki. Bunlar kaynatamam. Das für eine. Dann jetzt habe ich mich entschieden, Freunde, nach langer Zeit. Wir nehmen drei Stück doch von denen. Von denen nehmen wir drei. Dann nehme ich noch den großen hier, diesen Topf, was ich, das hier. Ja, und das war's dann. Kaffee, das hole ich dann, hole ich ganz speziellen Platz, so richtige, richtig tollen Kaffee hole ich dann aus Manavgat. Da gibt es so ganz bestimmte Geschäfte. Und das hole ich dann von da. Aber jetzt haben wir richtig tolle Gläser, Freunde. Cesve, ich habe Topf gesagt, da sagt einer, wie das richtig heißt, Cesve. Den Topf, den Kaffeekrug, Kaffee-Dings da. Freunde, hier drinnen schmeckt sogar Ayran, richtig. Wenn man eiskalte Ayran da rein tut, es gibt so Tassen, ihr müsst mal hier raus Ayran trinken, Freunde. Sowas von lecker mit Eiswürfel drinnen, ne? Wenn es warm ist. Wisst ihr was, ich werde mir heute Abend einen richtig tollen Ayran machen. Bakıyorsun değil mi zaten hepsini? Tamam. Biraz sonra kasa. Danke dir fürs Kontrollieren. Wie heißen Sie? Der Herr Mehmet arbeitet hier in Salih Pazar. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Der hilft euch auf jeden Fall weiter. Herr Mehmet, fragt einfach an der Kasse. Dankeschön. Ich komme gleich das abholen. Wir suchen noch mehr. Schön, ja. Super Deutsch hat er drauf. Hier gibt es Make-up ohne Ende. Der ist hier beim Kreisverkehr in Side, ist der, beim Großen, wo die große Flagge ist in Side, dort im Kreisverkehr. Genau, ich brauche jetzt solche Haken für Jacken. Wo gibt es die? Oder so ab, so Band zum ab, wer ist das? So Band brauche ich. Wo ist das? Da, 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 da. Ich finde jetzt gerade gar nicht, was suche, Mensch. Ich brauche so eine Band. So dickes Fensterband ist das. Aber ich sehe es gerade hier nicht. Oder doch hier, solche Rollen sind es. Solche, genau. Ja, da, boah, so teuer geworden. Das war noch nie so teuer, ja. Das war damals 10 Lire. 5 Lire. Das gibt es doch einfach nicht, ja. Ich nehme das hier mit jetzt. Und dann brauchen wir so 4 Jacken aufhängen, solche Haken. Hier gibt's alles, Freunde. Fitnessgeräte, Schmirgelpapier, Farben, hier ist echt alles. Wo sind die Haken? Ah, das hier habe ich gesucht. Ich habe falsche genommen. Siehst du, das ist auch günstiger. Es kostet nur 3 Lire, diese. Ja.
Genau, das für die Türen, dass nicht der Wind durchkommt. Es ist so kalt geworden. Davon nehme ich ein paar Rollen mit. Drei Rollen müssten reichen. Oder nee, reicht nicht. Ich brauche mehr. Fünf Rollen reichen. S-Haken. Was heißt ein S-Haken? Ja, so Haken für Jacken aufhängen. Ich sehe gerade keine. Doch hier, aber das ist nicht so, was ich suche. Die suche ich nicht, ja. Hier müsste was sein. Komisch, finde ich nicht gerade. Aber das ist, das müsste hier irgendwo sein, sowas. Da, 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 na, 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 na. Kennt ihr das für Badezimmer, sowas? Solche, die klebt man an. Besser fragen. Mir dabei Jacket, as mache ich nicht hier, wenn wir es sind. Aske. Üç katta. Bir kat mı yukarı? Değerli müşterilerimiz, kasalarımız işlemlere kapatılacaktır. Oh, oh. Kasa işlemlerinizi yaptırmanız önerilerce alınır. Oh, wir müssen an die Kasse jetzt, weil zu machen. Okay. Ich nehme meinen Topf mit. Freunde, wir müssen an die Kasse. Wo ist die Carmen? Carmen! Du wirst gleich eingeschlossen hier. Merhaba. Bunlar benim. Kaç dakikamız var da? Yani... Bir dakika. 10 dakika. Sadece yukarıda bir ceket asma şey getirip geliyorum. So, ich muss ganz schnell hin. Wir haben nur noch 5 Minuten, dann wird geschlossen, ja? Das sind Handtuchhaken. Genau, Handtuchhaken suche ich. Ai. So schnell, ich habe nur noch ein paar Minuten. Sie sagt beeilig. Carmen! Du wirst gleich eingeschlossen. Merhaba, şey, ceket asma için şeyler var mı sizin? Böyle şey. Duvar asıyor mu ya ceketi? Şurası. Şurası. Ha. Tamam tamam uçuyorum. Ben haber verdim aşağı. So, hier. Das ist aber überhaupt nicht schick, ey. Entweder oder. Du musst dich entscheiden, Mohammed. Hässlich oder gar nicht. Also jetzt, ich meine, mir persönlich ist ja Geschmackssache, aber egal, dann verstecke ich das irgendwo, ja. Freunde, das nehme ich jetzt einfach mal. Diese Farbe ist sowas von hässlich. Also ich mag sie überhaupt nicht. Aber besser, als wenn ich gleich nichts mehr kriege. Da passen genug Jacken dran. Ich nehme noch eine mit. Dann habe ich es hinter mir. So, weiter geht's. Carmen, in zwei Minuten, in einer Minute wird es geschlossen. Ach so, hier bist du ja. Hier bist du. Du wartest irgendwie in einem Kochtopf oder so. Hat man ich habe alles geholt schon. Okay. Ja. Aber ich noch nicht. Aber wir müssen jetzt, weil sonst machen die das zu. Ja, alles gut. Ah, das ist auch unsere. Das geht. Danke dir herzlich, Mehmet. Mehmet ist der Beste hier im Geschäft. Das heißt, jede Sekunde da. So, jetzt bezahlen wir das. Gucken wir, was wir alles zahlen, was wir alles haben. Dankeschön. So, was hat sie gekauft? Backblech. Messerchen. Alleschen. Mal gucken, was wir zahlen. So, hier mache ich die Bügelhaken auch noch hin. Sind das alles deine Sachen? Ja. Was hast du so Schönes? Ich habe Kaffeetassen und so. Ich muss eh noch viel mehr einkaufen, das ging jetzt viel zu schnell. Jetzt bezahlen wir einmal. Boah, ist das ist so stark am Ziehen, ne? Weil es so schlechte Wetter hat draußen. Hier, da vorne ist der große Kreisverkehr, Freunde, guck mal. Seht ihr das? Das ist der Kreisverkehr in Ziede. Der große, wenn man hier nach rechts Ziede fährt. Da, wo die Flagge ist, die Großtürkische. Ja? Und hier ein Kreisverkehr an der Ecke, wo Burger King McDonald's ist, hier ist dann dieses Geschäft, ne? So, jetzt müssen wir zahlen. Die warten alle auf uns.
Was denn? Tüte. Tüte? Ja. Ja, Tüte wäre nicht schlecht. Bringt mal die Sonne bitte mit, Freunde aus Deutschland. Drei Stück von den Tassen für Kaffee. Ja, liebe Mehmet, der packt schon alles ein. Ja, ich will Ihnen helfen, lieber. Hoppa, danke schön. Nehmen wir noch eine Tüte. Ich muss ein Trinkgeld vielleicht da. Ich habe leider kein Bargeld mehr. Ich habe nur meine Karte. Das hätte ich den gerne ein bisschen da gelassen, aber ich guck mal, vielleicht habe ich 2-3 Euro klein. Wenn er das überhaupt annimmt. So. Okay. Ja, alles gehört zu uns. Herzlich willkommen. Oh. Danke. Okay. Hier haben wir 1 Euro und so. Euro-Lire gemixt. Freunde, immer wenn ihr in Türkei seht, jemand, der aufmerksam ist, würde ich immer ein bisschen Trinkgeld da lassen, damit solche Menschen mehr werden können. Nein, extra auch, Devam. Beraber. Sie will das selber zahlen. Aber sie hat doch Glück heute mit Freunden der Sonne. Warum wolltest du den Mülleimer selber zahlen? Weil ich ausgesucht habe. Weil du ausgesucht hast, okay. So lieb, ja. Einen Föhn hast du da, ne? Ja. Ich hoffe, du hast einen etwas besseren genommen. Oh, oh. 10 Euro. Aber 150 Lire? Ja, 10 Euro. Ich bin gespannt. Ich hoffe... Oha, guck mal, wie es regnet, Freunde. Extrem. Extrem am Regnen, sieht man gar nicht den Regen richtig. Und windig. Da ganz hinten sieht man besser. Richtig viel Regen, die Tropfen sieht man gerade gar nicht. Oha. In der Kamera sieht man die Regentropfen nicht, nur die von links. Normal regnet es, man sieht es gar nicht. Ach du Scheiße, Gott, oh Gott, es wird immer mehr, schaut mal. Oha, jetzt wird gar nicht, ich muss bezahlen, die warten auf mich. Willst du noch Preis zeigen? Komm mal. Hier liegt der Kamera. Danke, sind alle allem schön. Thema ist es weit. Ein Moment, bitte. Teşekkürler. Ja, sağ, sağ. Bir şey değil zaten. Oh, den Pütz zeig ich nicht. Canlı mı? He? Canlı yayın, he. Maşallah, takip içinde çok. Aynen, var be. Ne olarak takip edeyim? Ne olarak takip edeyim? Antalya'sıydı, başaran prodüksiyon. Başaran prodüksiyon. Tamam, teşekkür ederim. Sıra bize. Çok sağ ol. Ben alırım abi. Ve şuna. Hafif mi? Geht das? Hey, çaldık mı? Tamam, sağ ol. Danke schön, danke. Es ist am Regnen in der Türkei, Freunde. Wir sind aus Zucker. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Jetzt wird das Handy nass. Was? Also wir haben 700 wie viel gezahlt? Ah, shit. 720 Lira haben wir bezahlt. 780 Lira. Ah, 780. 780 türkische Lire. Das sind ungefähr 60 Euro oder so, ne? Ja, um die 60 Euro. 60 Euro ungefähr haben wir bezahlt. Das ist schon eine große Summe, finde ich. Aber jetzt haben wir viel. Aber wir haben ja auch viel gekauft. Das ist schon
bisschen teuer gewesen. Also teuer nicht, aber wir haben ja viel dafür gekauft, also kann man ja nicht teuer sagen. Aber in Deutschland hätten wir bestimmt jetzt mehr bezahlt für das alles. Oh, hier müssen wir runterspringen mit dem Auto. Oh, das wird jetzt schwer. Nee, ich glaube, wir fahren erstmal rückwärts. Hier ist so ein ganz komischer Berg. Schlechter Weg. Nein, ich bin noch Multitalent, das geht alles. Also wir müssen wieder rückwärts fahren, weil das dort ein bisschen links ist. Sehr heftige Schräge war das. Es könnte sein, dass das Auto von unten dann aufschlägt. Das brauchen wir nicht jetzt. Da müssen wir noch zur Reparatur oder so. Ich hoffe, dass nicht die Wege überschwemmt sind. Das sind 53 Euro bei euch. Ah, 53 Euro. Okay, 53 Euro waren das. Hat schon jemand ausgerechnet. Danke fürs Rechnen. Also wir zählen mal auf, was da alles dabei ist. Mülleimer, Messer. Viele Handtücher. Tee. Ich habe noch so ein Schälchen. Kaffeetassen, ganz viele, so schöne, dekorierte. Und Föhn. Aufhängdings da so. Dieser Handtuchaufhänger. Zwei Stück. Dann noch ein paar. Da war ganz viel dabei, ja. Ich glaube, es war eigentlich doch schon viel, ja. Für 53 Euro oder so war super. Ich bin aktuell in City Star Resort, okay. Ja, wer da ist, Freunde, am Freitag um 16 Uhr treffen wir uns mit Freunden der Sonne auf einen Kaffee trinken. Bei uns im Büro. Wer Lust hat vorbeizukommen, kann selber kommen oder wir holen euch ab vom Hotel. Und dann machen wir einen Freunden der Sonne Treff. Ab jetzt jeden Freitag. Ja. Jeden Freitag, wenn ihr da seid, können wir uns treffen. Auf einen Kaffee. Wer Lust hat, kann dann einfach über WhatsApp schreiben. 050 936 49 28 28 und die Glückszahl 9. Und Freunde, ihr müsst unbedingt auf YouTube das Video anschauen, das neue. Auf Sie der Antalya, Freunde der Sonne. Richtig tolles, also ich liebe das Video, Relax-Video. Ihr müsst euch einen türkischen Tee machen und dann richtig gemütlich sitzen. Und dann auf Play drücken auf YouTube bei Sida Antalya, Freunde der Sonne, den neuen Clip, den wir gemacht haben. Ja, richtig Relax-Video, das empfehle ich jedem, das Video. Wer sich gut gehen lassen möchte, kann es gerne anschauen. Und ein Abo dalassen, wer möchte. Und Baklava dazu, genau. So, din, din, din. Ja, Freunde, ihr seht die Straßen gerade, nichts los, leer. Vorhin hat es so extrem geregnet. Ich habe gedacht, dass die Straßen vielleicht überschwemmt sind, aber ist nichts. Also ist okay, die Straßen. Abwassersystem funktioniert besser als vor 15 Jahren hier. Damals, oh, aber man sieht, wie die Palmen abgestürzt sind viel. Vom Regen. Das sieht man gar nicht. Da an der Ecke war sehr stürmisch. Auch erzählt, dass es heute gewittert hat. Über mehrere Stunden, einmal nachts und einmal mittags, hat es richtig dolle gewittert. Also, es hat auch gewittert, Freunde. Hat Carmen gerade gesagt, es hat gewittert. Es war zum Teil windig. Und es war windig. Es war windig und stürmisch. Ja, Freunde, wir sind jetzt wieder gleich zurück in Kumköy. Das war jetzt ein kleines Video vom Einkauf, weil heute wusste ich nicht, was ich genau zeigen soll, weil das Wetter halt nicht so toll war. Ja, ich hoffe, wir haben euch trotzdem mit diesem Video ein bisschen Freude bereiten können. Wem das Video gefallen hat, kann jetzt gerade ein Däumchen nach oben geben. Mal gucken, die Däumchen und das Teilen der Videos motiviert halt für die nächsten Videos, was wir dann machen. Und ich möchte auch viele andere Drohnenaufnahmen machen, wenn euch die gefallen. Ihr könnt gerne schreiben, was ihr gerne sehen möchtet an Drohnenaufnahmen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ihr könnt Freunde markieren unter dieses Video, die die Türkei mögen und auch gerne so Videos schauen.
Und ich bin gespannt, wer alles auf YouTube geht, um die Videos anzuschauen. Sida Antalya, Freunde der Sonne heißt die Seite. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch nur das Beste vom Besten. Bleibt gesund und ich freue mich schon auf diese Saison, dass wir uns alle gemeinsam wiedersehen und einen wunderschönen Urlaub hier verbringen. Ja, dass ihr einen wunderschönen Urlaub hier verbringt. Und ich hoffe mal, dass ich euch ein bisschen Freude geben kann mit den Ausflügen, die ich anbiete, mit dem Boot, was wir jetzt haben. Und dass wir Kaffee trinken am Freitag zusammen. 16 Uhr. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Jetzt alle zusammen. I Akşamlar, Freunde. I Akşamlar heißt guten Abend. I Akşamlar und görüşürüz. Auf Wiedersehen. Görüşürüz. I Akşamlar aus eurer zweiten Heimat. Antalya Side. Bye bye. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. Wir sehen uns wieder nach der Werbung.